In diesem Video geht es um die besten Eisenpfannen. Der Qualitätssieger in unserem Eisenpfannetest geht an die Debayer 561428, vernieteter Griff aus Bandstahl. 2,5 bis 3 mm stark. Für alle Kochplatten geeignet, zum Anbraten, Grillen, Bräunen. Durchmesser 28 cm, Bodendurchmesser 20 cm. Länge mit Griff 55 cm, Höhe 8,1 cm. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist die Rösle Eisenpfanne. Der Pfannenkörper zeichnet sich durch eine ausgezeichnete Wärmeleitung und Unverwüstbarkeit aus kratz- und schnittfestem Eisen, macht auch als Servierpfanne eine gute Figur. Die Pfanne ist mit einem flachen, angeschweißtem Hakenstiel ausgestattet. Durch das Schmieden ist eine charakteristische Oberflächenstruktur mit Korrosionsschutz gegeben, eine hochwertige Pfanne für eine mühelose Reinigung von Hand. Die Pfanne ist auf einem Elektro-, Keramik-, Gas- und Induktionsherd nutzbar sowie für den Backofen geeignet. Das Massivmaterial erlaubt darüber hinaus den Einsatz auf offenem Feuer und auf Grills. Der Preis-Leistungssieger in dem Eisenpfannetest ist die Grewe Eisenpfanne. Die Schmiedepfanne begeistert durch hervorragende Brateigenschaften und ist äußerst langlebig sowie robust. Dank unbeschichteter Oberfläche ist die Pfanne schnitt- sowie kratzfest und extrem hitzebeständig. Die schmiedeeiserne Pfanne leitet die Wärme hervorragend ans Bratgut weiter und eignet sich zum Anbraten von auf den Punkt gebratenen Steaks, knusprigen Bratkartoffeln und anderen Gerichten, die scharf angebraten werden. Bei dieser Eisenpfanne von Grewe schlagen die Herzen von Hobby- und Profiköchen höher. Die hervorragenden Brateigenschaften dieser langlebigen Pfanne garantieren geschmacklich unübertroffene Bratergebnisse. Erleben Sie den Grewe-Genussmoment. Ob als Hobbykoch oder professioneller Gastronom, bei Grewe finden Sie eine große Auswahl an formschönen Küchenutensilien. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einen Kommentar freuen.